Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar heute mit einer Morgenroutine mit Mali, ne? Genau. Ja. Ich mach's immer so. Ich ziehe erst die Söckchen aus. Genau, dann tue ich die gleich wieder in die Schublade rein. So. Was kann ich euch denn so erzählen? Ich habe keine Ahnung, was ich euch so erzählen kann. Ja. Am besten machen wir es einfach so, wenn ihr Fragen habt, dann fragt die einfach in den Kommentaren, weil ich auch nicht weiß, was ich euch so. Mal ein bisschen sauber, die Marlene, ein bisschen dreckig hier eingestaubt. So passt. Also, was ich euch erzählen kann. Weil ich ja nicht weiß, was ihr über mich wissen wollt. Beziehungsweise über uns. So, dann ziehe ich hier den Socken an. Und dann kommt Socken Nummer 2. Also, falls ihr ein Update oder ein Baby-Ecken-Video haben möchtet. Wie gesagt, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Großer Verkehr drum. Hihi. Wir freuen uns drauf. Wenn ihr mehr Videos von meinen Minimäusen wollt, lasst es mich auch in den Kommentaren wissen. So, Fussi da rein. So. Weil ich das gerade sehe, oder weil das gerade perfekt passt. Marlene hat hier hinten an ihren Beinen noch zwei so Kabelbinderstücke, die mich dezent beim Hose anziehen stören. Und deswegen, so, Nummer 1. Nummer 2. So, jetzt kommt die Nagelschere wieder weg. Zack, Marlene ist wieder da. Na, das schneide ich natürlich raus. So. Jetzt kann ich ihr die Hose nämlich auch ohne Probleme hochziehen. So, weil sonst hätte das nämlich, wenn ich die jetzt nicht weggemacht hätte, hätte das nämlich die ganze Zeit gestört und irgendwann wäre dann auch die Hose kaputt gegangen. Oder wenn ihr mal ein Video mit Sophia haben wollt. Wie ich ja im letzten Video gesagt habe, dass ich die euch mal in einem anderen Video zeige. Dass ihr dann eventuell, wenn ihr Lust habt, mal in die Kommentare schreibt, Video mit Sophia. Und wenn ich euch einfach mal meine kleine Mini-Mäuse-Gang so zeigen soll. Also quasi vorstellen. Dann
Schreibt mir das auch gerne in die Kommentare. Dann weiß ich da auch Bescheid. Oder wenn ich euch mit rausnehmen soll, also wenn ich mit Marlene zum Beispiel spazieren gehe im Kinderwagen oder so. Genau. Oder ob ihr meinen neuen Kinderwagen sehen wollt, den ich von meinem Freund und von meiner Mama zum Geburtstag bekommen habe. Ich habe zwar erst am Montag, aber das hat sich eigentlich ganz gut ergeben, da eine Dame auf eBay einen verkauft hat von Teutonia. Genau. Andersrum. So. Das dazu. Kapuze rein. Zack. So. Und jetzt hier ist die Schnullerkette mit Baby Girl. Und hier ist Marlene ihr Schnuller Sweet Dreams. Und den mache ich jetzt gleich an die Schnullerkette. Jetzt muss ich aber nur kurz die Schnullerkette bearbeiten, weil die locker geworden ist. Muss ich mir auch noch ein anderes System austüfteln. Wenn ihr da Ideen dazu habt, wie ich das machen kann, dass der Knoten von der Schnullerkette nicht mehr aufgeht, dann schreibt es mal in die Kommentare. So, zack. Dann machen wir das hier so. Genau, und jetzt kommt das hier dran. Und dann hier durch. Festziehen. Schnulli an die Marlene, die an das Kind. Schnullerkette mache ich jetzt hier unten fest. So. Ich melde mich jetzt gleich nochmal, dann zeige ich euch das Endergebnis, wie Marlene heute aussieht und was sie anhat. Also bis gleich. So. Da bin ich wieder. Und zwar Marlene hat ihren rosanen Anzug an und rosa-weiße Socken. Dann, wie gesagt, ihren Babygirl-Schnuller mit Sweet Dreams. Dann eine Frühchenmütze.
Und unten drunter, tada, wer hätte es gedacht? Ein steif Kurzarm-T-Shirt. Genau. Und ich würde sagen, ich melde mich das nächste Mal wieder. Und ja.